Vielen Dank an die Vorredner und auch für die Einladung. Das ist ein ganz tolles Bild von vorne. Also ich kann euch nur raten, steht mal auf, guckt mal in die Richtung. Brechend voll der Raum. Wirklich bis auf den letzten Platz gefüllt in Cosma. Ganz Cosma scheint hier vertreten zu sein. So ein paar Auswärtige habe ich auch gesehen. Cosma ist ja fast der Mittelpunkt des Wahlkreises oder des Kreises Altenburger Land, in dem wir ja schon bei der letzten Bundestagswahl sehr gut abgeschnitten haben mit ungefähr 29%. Das ist schon mal schon eine Hausnummer und daran trägt natürlich Cosma nicht wenig. Vielen Dank an die Landtagsfraktion, dass ich eingeladen worden bin. Das ist ja eine Veranstaltung der Thüringer Landtagsfraktion, deren Bestandteil ich auch 3 Jahre lang von 2014 bis 2017 sein durfte. Damals waren wir noch die glorreichen 7, glaube ich. Am Ende zumindest waren wir die glorreichen 7, inzwischen um die 20. Und wenn ich heute eine neue Erhebung gesehen habe, danach holen wir alleine jetzt nach dem aktuellen Stand, nach Wahlkreisprognosen, allein in Thüringen 30 Direktmandate, 30 Wahlkreise in Thüringen. Genau. Von 44, die anderen 14 holen wir auch noch, 30 von 44 Wahlkreisen sind blau, einer ist glaube ich grün, das kann nur Jena West sein oder irgendwie sowas, ein oder zwei sind rot, das muss sich so im Erfurter Weimarer Raum abspielen, also mehr so in der Peripherie, aber Thüringen ist blau und da stört also ein bisschen Farbe, wir sind ja auch eine bunte Partei von Natur aus, ein bisschen grün und ein bisschen rot schadet da auch nicht, solange das Blau ganz klar dominiert. Also ist eine tolle Aussicht. Und dann habe ich heute auch, das hat mich sehr überrascht, in dieser Wahlkreisprognose auch gelesen, die Zahlen, und das hat mich, also die Zahlen, was passieren würde, wenn Personen in Thüringen direkt zum Ministerpräsidenten gewählt werden könnten. Ne? Da kommt Bodo Ramelow, naja gut, das Phänomen aus den Linken, da kommen wir jetzt nicht drum herum. Bodo Ramelow kommt auf 35% und dann kommt Björn Höcke. Und zwar mit 26%. Und auch da bewegt sich was über Björn. Ich kann mich noch, auch wenn das jetzt bitter ist, an Zustimmungsraten im einstelligen Bereich bei dir erinnern. Inzwischen sind wir bei 26% und das ist ja ungefähr an den Umfrageergebnissen, die sind bei 28% die AfD in Thüringen etwa. Das ist in etwa deckungsgleich. Also phänomenal, phänomenal. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, dass danach erstmal lange gar nichts kommt. Dann dümpelt Innenminister Mayer so mit 14% durchs Ziel und dann Mario Vogt, kennt denn jemand? Ich will ihn nicht größer machen, als er ist, mit 11%. Also unser Schlagstock, unser Knüppelmeier, ja, plus dieser Mario Vogt von der CDU, zusammen weniger als Björn Höcke Zustimmung. Das muss man mal nachmachen. Das ist einmal die ehemals großen Volksparteien des SPD und CDU marginalisiert. Und dann wundert mich das natürlich nicht, dass unser Knüppelmeier da den Knüppel aus dem Sack spielt und das ist immer der Stefan Kramer vom Verfassungsschutz und dass der sich jetzt denkt, bei solchen Zustimmungsratenergebnissen, da muss ich was tun, da muss der Verfassungsschutz wieder an die Front geschickt werden und rumspitzeln und drangsalieren und schikanieren und zersetzen, da sind sie dran, aber in Thüringen hat das genau den gegenteiligen Effekt, der eigentlich erzielt werden soll. Insoweit sollte man dem Verfassungsschutz eigentlich ein bisschen dankbar sein und deshalb begrüße ich ganz besonders herzlich auch die heute hier anwesenden Verfassungsschutzvertreter und hoffe, dass ihr fleißig mitschreibt. Fleißig mitschreibt, ihr habt ja irgendwie Prüf- und Beobachtungs- und Spitzelungsauftrag, der sollte sauber zu Ende geführt werden. Und ich bin überzeugt, dass am Ende die Akte vielleicht maximal so dick ist und da wird nichts drinstehen, was uns zum Nachteil gereicht. Von daher haben wir damit kein Problem. Jetzt hatte ich mir einige Sachen aufgeschrieben. Der Björn hat mir einige Sachen schon vorweggenommen, darf er auch. Ist ja hier auch die Veranstaltung der Landtagsfraktion Verfassungsschutz. Vielleicht mal ganz interessant. Ich meine, wir haben diesen Paradiesvogel Stefan Kramer, kennt ihr alle, ne? Der meandert seit Jahrzehnten durch die deutsche Politik, abgebrochenes Jurastudium, war bei der FDP, bei der CDU, weiß der Henker, ist bei der SPD gestrandet. Das ist jetzt so ein Aushängeschild, wollte für die SPD in den Deutschen Bundestag, das ist ein Aushängeschild des Verfassungsschutzes, war auch mit den Nachtwölfen unterwegs. Und Nachtwölfe, Magulen, ganz schlimme russische auch noch Rockerbande, mit denen der unterwegs war, der Stefan Kramer, und der beobachtet jetzt
und sie in Thüringen. Im Bund ist es nicht anders, da ist der Haldenwang auch nur auf dem Ticket überhaupt an den Job gekommen, dass er wahrscheinlich unterschreiben musste, ich mache nur Kampf gegen rechts und sonst kaum was. Und da kam er jetzt für einen Bericht der Jungen Freiheit raus, dass der Verfassungsschutz hunderte von Fake-Accounts im Netz betreibt und damit Hass und Hetze versprüht, so zum Anfüttern für den einen oder anderen, den er vielleicht meint, der wäre empfänglich für sowas. Der bundesdeutsche Inlandsgeheimdienst selber betreibt hunderte unter falschen Namen, denke ich mal, geschickt werden sie sein, unter falschen Namen im Netz, bei Facebook, bei Twitter-Accounts und stachelt damit an und versucht, den einen oder anderen aus der Reserve zu locken. Martin Hess aus der Bundestagsfraktion hat einmal nachgefragt, ja, wie viele Accounts sind das denn wieder so im Netz, der Verfassungsschutz betreibt? Das, sagt der Verfassungsschutz, dürfte aus Gründen des Staatswohls nicht mitgeteilt werden. Also, aus Gründen des Staatswohls betreibt der Inlandsgeheimdienst sozusagen Hass und Hetze aus der rechten Ecke, um dann als Inlandsgeheimdienst nachweisen zu können, dass Hass und Hetze in Deutschland Überhand nehmen. Das ist auch ein Ding, oder? So funktioniert Politik in Deutschland und da weiß man dann am Ende, Verfassungsschutz, also jedenfalls so ein Verfassungsschutz braucht kein Mensch und auch keine Minute länger. Man braucht einen vernünftigen Inhaltsgeheimdienst, der sich auseinandersetzt mit Feinden der Demokratie, mit den Hunderten von Gefährdern im islamistischen Bereich, mit den Hunderten von relevanten Personen im islamistischen Bereich, aber man braucht keinen Verfassungsschutz, der dafür da ist, eine bürgerliche, patriotische, vernünftige Partei zu drangsalieren, zu schikanieren und zu zersetzen. Das braucht man nicht, besser weg damit. Paragraph 130 Strafgesetzbuch wurde angesprochen. Volksverhetzung. Da wird einem schon ganz schauer, da geht es einem schon den Rücken runter, wenn man alleine den Begriff hört. Eine Vorschrift, die auch in der jetzigen Form schon sehr unpraktikabel ist und auch das zum Mitschreiben für die zuständigen Mitarbeiter, ist keine Meinung der, alleinige Meinung der AfD, sondern ist in der Wissenschaft ganz, ganz umstritten, dieser Paragraph 130 der Volksverhetzung, weil er also einen völlig unpraktikablen Tatbestand versucht zu normieren. Jetzt sollte man sich denken, gut, wenn man schon so eine umstrittene Vorschrift hat, dann könnte der Bundestag ja mit seinen Rechtsexperten mal rangehen und sagen, die Vorschrift, entweder schaffen wir die ab oder wir machen die so, dass sie praktikabel wird. Weit gefehlt. Was hat der Deutsche Bundestag in der letzten Sitzungswoche in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht? Er hat noch einen neuen Absatz 5 eingefügt, also Absatz 5 gab es vorher schon, aber der wurde also als neuer Tatbestand eingefügt, wonach jetzt das Billigen, Leugnen und gröbliche Verharmlosen unter anderem von Kriegsverbrechen eine Straftat ist. Das Leugnen, das Billigen und das gröbliche Verharmlosen von Kriegsverbrechen. Jetzt fragt sich schon jeder, was soll denn das gröbliche Verharmlosen sein? Und jeder fragt sich auch, ja, was sind denn Kriegsverbrechen? Wer beurteilt denn jetzt, ob ein Kriegsverbrechen vorliegt oder nicht? Denn wir wissen ja, bei Kriegen begehen immer die anderen die Kriegsverbrechen. Ist immer so, immer der andere ist der Kriegsverbrecher und ich selber nicht. Ist genau wie immer der andere der Faschist ist und ich bin's nicht. Das ist auch so ein Kampfbegriff mit Kriegsverbrechen. Und eigentlich gibt es dafür einen internationalen Strafgerichtshof, der sowas beurteilt. Das dauert natürlich ewig und 3 Tage. Deshalb ist die Frage, wer entscheidet denn jetzt, wenn mir eine gröbliche Verharmlosung eines Kriegsverbrechens vorgeworfen wird, wer entscheidet denn jetzt? Und das macht jetzt der Amtsrichter in Deutschland. Also der Amtsrichter in Brandenburg an der Havel setzt sich auseinander mit einer Äußerung von irgendjemand in Brandenburg, der sich über einen Vorfall in einem Krieg gröblich verharmlosend geäußert hat. Und jetzt muss dieser Amtsrichter beurteilen, war das überhaupt ein Kriegsverbrechen, um das da ging oder nicht. Also eine absurde Rechtslage in Deutschland, die wir haben, völlig an den Haaren herbeigezogen, was da in einer Nacht- und Nebelaktion gemacht wurde. Nacht- und Nebelaktion lief so ab, dass aus der Tagesordnung des Deutschen Bundestags gar nicht ersichtlich war, dass da eine Verschärfung des Volksverhetzungsparagrafen kam. Es war angekündigt eine Änderung des Bundeszentralregistergesetzes. Da fängt man schon an zu gähnen, wenn man das liest. Und das war auch so gewünscht, dass bloß keiner drauf schaut. Dann wurde dieser Tagesordnungspunkt am Donnerstagnacht um 0 Uhr auf die Tagesordnung gesetzt, wo sowieso die Aufmerksamkeitsschwelle der meisten Abgeordneten nicht mehr da ist. Und da wurde gedacht, man kann das so unterm Radar durchwinken. Aber wir als AfD haben aufgepasst. Wir haben gesagt, Moment, wir möchten das debattieren, denn debattiert werden sollte auch erst nicht. Und wir wollen das debattieren und dann namentlich abstimmen. Ein Aufschrei ging durch den Bundestag, die Alternative für Deutschland will den Bundestag lahmlegen, die Abgeordneten drangsalieren, weil die Abgeordneten jetzt um Mitternacht abstimmen gehen müssen. Unzumutbar.
meinte, ein Großteil des deutschen Bundestags, trotzdem haben wir es durchgezogen. Und es war dann tatsächlich so, dass wir aufmerksam waren. Wir haben beschlossen, natürlich gegen diesen Paragraph 130, diesen Absatz 5 gestimmt. Und die Linke dann aus Versehen offenbar auch. Und interessant war es dann, dass nachdem das am Donnerstag durchging, dann kam das Wochenende, auch da hat sich keiner so richtig damit beschäftigt. Und am Montag poppte das Ganze dann auf, die Taz. Tageszeitung, diese linke Postille hat darüber berichtet, auch das bekam natürlich keiner mit, weil wer liest die schon, aber dann kam Sarah Wagenknecht und hat das retweetet und hat gesagt, guck mal, was da in der Taz steht zur Volksverhetzung, und dann wurde eine Nachricht draus, dann sprang die Faz drauf und die Zeit und die Welt, und die zitierten aber alle dann als Gegner dieser Änderung nicht etwa die AfD, sondern kramten einen Vertreter des Südschleswigschen Wählerverbandes raus, der auch nicht zugestimmt hatte, weil er es nicht verstanden hatte, worum es ging. Und dann meinte man die Linken ganz vorne. Die Linken wären auch dagegen gewesen. Dazu muss man aber wissen, dass in der Debatte, die dann so um 22 Uhr im Bundestag stattfand, hat gar kein linken Vertreter geredet. Die waren alle schon im Bett. Denen war das scheißegal. Hinterher die Klappe aufreißen. Und jetzt muss ich auch sagen, auch wenn ich weiß, dass Sarah Wagenknecht gelegentlich mal hier positive Zustimmung hat, auch Frau Wagenknecht war schon im Bett. Die hat gar nicht mit abgestimmt, als es um diesen Paragraph 130 Absatz 5 ging. Also wir haben zumindest, was wir machen konnten, den Fokus darauf gelenkt, konnten es leider nicht verhindern. Die Auswertung, Björn, die steht noch aus, und ab dann wird es halt hochproblematisch, dass man sich kritisch äußert. Wobei uns versprochen wurde, dass diese Änderung des Paragraph 130 Absatz 5 überhaupt gar nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun hätte. Buschi Buschmann, Justizminister, hat das also fast geschworen, dass wir also europäisches Recht, was da hätte umgesetzt werden müssen. Der Zeitpunkt wäre ein reiner Zufall. Glauben wir es oder glauben wir es nicht? Deshalb Vorsicht, jetzt wird immer gesagt, ja, das kann schon sein. Unbestimmte Rechtsbegriffe gibt es ja überall. Deshalb seid man nicht so pingelig, wenn da Leuten verharmlosen und oder gröbliches Verharmlosen und Billigen drinsteht. Ja klar, gibt es unbestimmte Rechtsbegriffe, viele im deutschen Recht. Aber das Problem ist, bis diese unbestimmten Rechtsbegriffe mal gerichtlich geklärt sind, vergehen viele, viele Jahre. Und wer hat schon den Mut zu sagen, ich äußere mal eine Meinung, die an der Grenze ist, lass mich vom Amtsgericht verurteilen, vom Landgericht verurteilen, vom Oberlandesgericht verurteilen, gehe dann zum Bundesverfassungsgericht und bekomme vielleicht in 10 Jahren Recht. Die wenigsten werden das machen. Das ist genau das Gewollte. Man hat die Schere im Kopf, man weiß genau, man darf sich nicht äußern, man sollte sich nicht äußern. Liebe Freunde, das war ein weiterer Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit in Deutschland, die es mit uns liegen würde. Und das auch mit einer FDP, mit einer FDP, die ja früher auch mal so eine Bürgerrechtspartei war, nie hätte geben dürfen. Unsinn unter zur Strafe zu stellen, wo fangen wir denn an? Wenn ich jetzt demnächst sage, ja, die Grünen sind eine Partei mit hochqualifizierten Politikern. Ist das demnächst auch verboten? Wenn ich sage, die FDP ist eine Bürgerrechtspartei, eine Bürgerrechtepartei, ist das demnächst auch verboten? Also, wenn man mal anfängt, Unsinn, die Erde ist eine Scheibe, ist das demnächst auch verboten, weil das eben eine Lüge ist. Also, wenn man einmal anfängt mit solchen Geschichten, dann weiß man nicht, wo es aufhört und es endet. Nicht gut. So, das war die Sache 130. Ich mache jetzt auch ein bisschen, wir wollen in den Dialog treten. Ich wollte noch was zu Robert Habeck sagen. Also, wir haben ja Die Baerbock-Witze sind ja so schon ausgelutscht, die haben wir ja schon alle, aber Habeck, was der zurzeit abliefert, ist wirklich unter aller Sau. Erstmal diese Kernkraftwerkslüge habt ihr alle mitbekommen, ne? So zu erzählen, es würde also ergebnisoffen geprüft und gemacht und getan. In Wirklichkeit war alles völlig klar, dass die Kernkraftwerke vom Netz gehen sollen und jetzt ja auch werden im April. Wobei Karina auch nur ansatzweise erklären kann, welche Situation denn im April nächsten Jahres jetzt so besonders anders sein soll, als wie wir sie heute haben. Also eine Katastrophe. Genauso eine Katastrophe sein angeblicher Erfolg. Er hätte ja die Gasspeicher zu 95% inzwischen gefüllt. Man könnte sich da also auf der sicheren Seite wählen. Erstens, auch volle Gasspeicher reichen maximal für 90 Tage, für 3 Monate. Und der Winter ist ja länger, wobei ja momentan wohl dank Klimawandel nicht ganz so hart bisher, ne? Also von daher war es auch schon mal richtig, dass man nicht allzu viel gegen den Klimawandel unternimmt, sonst werden die Winter nämlich wieder kälter und dann reicht das Gas noch weniger. Also auch da sind wir auf der richtigen Seite. Aber jetzt, selbst wenn man sagen würde, die 90 Tage, die 3 Monate sind eine wunderbare Geschichte, hat sich jetzt herausgestellt, keiner weiß, wem das Gas in diesen Kavernen überhaupt gehört. Habt ihr auch mitbekommen, ne?
Also eine durchdachte Wirtschaftspolitik, Kernkraftwerke abschalten, sich freuen über volle Gasspeicher und dann festzustellen, wir wissen gar nicht, wem es gehört. Und wenn die Zahlen stimmen, die ich mir aufgeschrieben habe, dann wird der ganze Irrsinn noch deutlicher. Deutschland hat wohl im letzten Jahr, also als die Russen noch geliefert haben, für 18 Milliarden Euro Gas bezogen aus Russland. Für 18 Milliarden Euro. Damit waren wir vollumfänglich ausgestattet. Wir hatten kein Problem mit explodierenden Gaspreisen. Die Heizungen waren warm. 18 Milliarden. Inzwischen hat die Bundesregierung fast 100 Milliarden Euro an Entlastungszahlungen in Aussicht gestellt, um den Gaspreis abzufedern. Also mehr als das Fünffache von dem, was wir aufgewandt haben, um eine sichere Gasversorgung zu haben, wird inzwischen rausgeschleudert dafür, dass das Gas, was noch da ist, nicht wesentlich teurer wird. Aber Gas haben wir natürlich noch lange nicht. Also da muss man sich doch an den Kopf packen. Oder wenn ich irgendwas für 18 Milliarden sage, ich will das nicht mehr, und hinterher gebe ich fast 100 Milliarden aus, um nur die Folgen abzudämpfen, da sieht man doch auch mal, welchen Unsinn diese Sanktionspolitik oder was für ein Unsinn diese Sanktionspolitik von Anfang an war. Deshalb sagte, wie der Björn auch, die ganze Alternative für Deutschland, alle vernünftig denkende Menschen sagen, nee, so geht das nicht. Also Sanktionen aufhören, vor allem Nord Stream 2, was noch davon da ist. Und wer es auch immer in die Luft gejagt hat, wieder aufmachen, um unsere Energieversorgung zu vernünftigen Konditionen sicherzustellen. Illegale hatte der Björn gesehen. Ja. 500 Milliarden Euro Neuverschuldung in diesem Jahr haben wir schon durch Sondervermögen. Die Länder kommen ja noch dazu, was die ganze Sache noch viel schlimmer macht. Und dann vielleicht nochmal zu Frau Baerbock. Doch nochmal, ja nicht nur, wir haben ja feministische Innenpolitik, wir haben feministische Verteidigungspolitik, wir haben feministische Außenpolitik, alles feministisch und alles wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob es jetzt an demjenigen liegt, der meint, diese feministische Politik machen zu dürfen. Ich habe noch Heiko Maas von hier, er wäre ein Feminist, hat er damals schon erzählt. Er hätte schon feministische Außenpolitik gemacht. Also der Björn hat gerade gesprochen über eine 180-Grad-Wende. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man sich mal anschaut, wie die Grünen ihre Wenden hinbekommen haben. Ne? Wer kennt noch den Slogan, keine Waffen in Krisengebiete? Keine Waffen in Krisengebiete. Daraus ist jetzt geworden, schwere Waffen in Kriegsgebiete. Das waren also keine 180 Grad, sondern ungefähr 540 Grad, die innerhalb von wenigen Tagen aufs Parkett gelegt wurden. Von dem Hintergrund, sage ich mal, müssen wir uns keine Sorge machen, dass wir es vielleicht mal hinbekommen, in absehbarer Zeit eine 180 Grad Wende hinzukommen in der gesamten deutschen Politik, Energieverteidigung, innere Sicherheit, Bildung und so weiter. Das schaffen wir. Und abschließend möchte ich noch mit einem Satz von Alice Weidel, der von ihr mal so sinngemäß gesagt wurde, wir werden von Idioten regiert in Deutschland. Das darf man ja, oder sollte man. Sollte man seiner Parteichefin nicht widersprechen, aber da ist Widerspruch angezeigt. Inzwischen sind wir einen Schritt weiter. Wir werden von vollen Idioten regieren in Deutschland. Und um das zu enden, dafür machen wir jetzt die Bürgerwerbung, ne? Um zu zeigen, dass es auch andere Politiker als Vollidioten in Deutschland gibt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.